Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dir ein Holzschwert herstellen kannst. Dafür brauchst du auf jeden Fall einige Sachen. Und zwar findest du hier in der Handwerksliste unter Werkzeuge und Waffen in der zweiten Reihe das Holzschwert. Und wir brauchen dafür einmal ein Holzbrett, ein Stück Gummi, ein Seil und ein Steinmesser. Als erstes fällen wir uns mit der Axt, die ich jetzt schon hergestellt habe, einen Baum. Wie man die Steinaxt herstellt, das zeige ich dir bereits in einem anderen Video. Da kannst du gerne nochmal nachschauen, wie das gemacht wird. Jetzt haben wir hier fünf Holzstämme. Davon wählen wir uns einen aus und mit Rechtsklick können wir ihn in Holzbretter zerteilen. Das haben wir erledigt. Dann schauen wir mal, ob wir uns das auf den Rücken legen können. Nein, ist zu schwer, macht nichts. Wir gehen einfach einmal schon mal hier zum Busch und zerteilen uns den. Jetzt haben wir noch nicht genug kleine Stöcke, also teilen wir uns einmal einen langen Stock nochmal in kleine Stöcke, da wir ja für das Baumrindenseil gleich fünf kleine Stöcke brauchen. Die haben wir jetzt und jetzt können wir das einmal herstellen. Es landet natürlich auf dem Boden, wie auch die Holzbretter. Es liegt jetzt alles beieinander. Jetzt schauen wir nochmal nach, ob wir jetzt alles da haben. Ja, es ist grau hinterlegt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, denn das Gummi habe ich hier in meinem Rucksack. Das könnt ihr natürlich beim Looten irgendwo finden, in der Stadt, im Dorf oder wo auch immer. Und nun können wir uns das Holzschwert herstellen. Und auch das landet natürlich gleich, wenn es fertig ist, wieder hier auf dem Boden. Und dann können wir uns das aufheben und in die Hände nehmen. Und da ist es schon fertig. Und wir haben wieder eine tolle Waffe hergestellt. Schaut auch ganz schick aus. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!